Leute, heute möchte ich einen Leak aufgreifen, der schon sehr alt tatsächlich ist. Ich bin heute erst drüber gestolpert, zufällig über eine Quelle, die sehr, sehr neu nochmal das aufgerollt hat oder neu berichtet hat. Und da ist mir aufgefallen, dass dieser Leak schon seit 2022 von einer sehr, sehr zuverlässigen Quelle geleakt wurde. Es ist der absolute Hammer. GTA 6 soll ein Battle Royale Modus bekommen. Das ist einfach unfassbar krass. Ich erkläre gleich für alle da draußen, die keine Ahnung haben, was ein Battle Royale Modus ist. Das möchte ich euch gleich mal näher bringen, und alle, die mich kennen, schon lange dabei sind, wissen natürlich, ich bin ein absoluter Apex Legends Battle Royale Junkie. Ich spiele quasi dieses Genre hauptsächlich, und für alle da draußen, die mir das gleiche nachtun, in GTA wird es so sein. Natürlich ist das hier eine absolute riesen Map, und wir werden aber nicht die gesamte Map spielen. Wie es funktionieren soll, möchte ich gleich erklären für alle da draußen, die nicht wissen, wie ein Battle Royale Modus funktioniert. Wir starten auf irgendeiner Karte. Stell dir Fortnite vor oder Warzone und wie die alle heißen, die ganzen Battle Royale Spiele. Du hast hier und da verschiedene Maps. Du startest auf einer Map. Und dann hast du 50, 60, 100 Leute in einem Flugschiff. Die haben eine bestimmte Flugroute über die Map. Und da kannst du dir irgendwann aussuchen, wann du rausspringen willst, wo du landen willst. Du landest mit einem Wingsuit, gehe ich mal von aus, wird es in GTA 6 sein, weil du hier auch einen Wingsuit finden kannst. Du landest halt irgendwo, lootest dich dumm und dämlich, bis du die schönsten Waffen der Welt hast, deine perfekte Ausrüstung, Rüstung, Heil-Items und so weiter und so fort. Und das Ziel ist natürlich, als Letzter zu überleben. Und eine Zone, ein Ring, der dich umgibt auf dieser Map. Der wird natürlich von Zeit zu Zeit immer kleiner, so dass natürlich auch sichergestellt ist, dass irgendwann die Gegner aufeinandertreffen und es irgendwann tatsächlich nur noch einen einzigen Überlebenden gibt oder vielleicht ein Squad. Ob das hier Solo ist, keine Ahnung, müssen wir mal abwarten, wenn es denn überhaupt stimmt. Das muss man natürlich mit Vorsicht genießen. In GTA 6 soll es aber so sein. Wir wissen natürlich, das ist wahrscheinlich das größte Spiel, was es jemals gab und wahrscheinlich für die nächsten 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre jemals geben wird. Vom Umfang her, von der Größe der Map und so weiter und so fort. Also es wird so sein, es wird immer per Zufallsgenerator irgendwo ein bestimmter Punkt der Riesenmap ausgewählt, wo sich dann diese Zone bildet. Das soll in dem Fall ein Hurricane sein, der diese Map umgibt, und der wird dann auch immer kleiner, bis der Auge oder das Auge des Sturms dann nachher so klein ist, dass eben irgendwann Gewinner feststeht. Und so soll es in GTA 6 laufen, weil die Map ist einfach so unwahrscheinlich groß, dass es einfach gar nicht machbar wäre auf, keine Ahnung, da würden ja tausende Spieler landen müssen, bis irgendwann der letzte Spieler überlebt. Und es soll ungefähr 100 Spieler umfassen pro Runde. Das wäre eine absolut kranke Sache. Schreibt bitte mal in die Kommentare, was sagt ihr? Ein Battle Royale Modus, muss das wirklich sein? Müssen meiner Meinung nach nicht. Wer keinen Bock drauf hat, nicht schlimm, man muss es ja nicht spielen. Ich glaube, ich werde mich sowieso erstmal ausgiebig mit dem Story-Modus beschäftigen, bevor dann sowieso ein Jahr nach Release erst der Online-Modus kommt. Wahrscheinlich dann, wenn es stimmt, der Battle Royale-Modus und Roleplay und wie es alles heißt. Also es wird auf jeden Fall geil, und ich würde mich freuen, wenn es kommt, als kleine Nebentätigkeit, wenn man mal keinen Bock hat. Und wie gesagt, die Battle Royale-Community, Warzone, Apex, Fortnite und keine Ahnung, wie viele Battle Royale-Spiele es noch gibt, PUBG und was weiß der Geier, das sind alles Spiele, und Rockstar Games würde es schaffen, so, so viele Spieler von diesen ganzen Battle Royale Spielen abzuziehen, die sowieso GTA-Fans sind. Ich würde sagen, 50% meiner Community ist GTA-Fan. Das ist wahrscheinlich so sicher wie das Amen in der Kirche, weil das einfach alle Spielgenre irgendwo in einem: Autorennen, Shooter, Story, Open World, also so vieles aufeinander trifft, dass wahrscheinlich alle, wenn das Spiel rauskommt und das wirklich in diesem Umfang mit Battle Royale und Co., wahrscheinlich erstmal alle Publisher derbe tief in die Röhre gucken werden und nicht wissen, wie sie die Spielerzahlen halten sollen. Deswegen macht es für mich von Rockstar Games nur Sinn, vielleicht so einen Modus als Spaßmodus damit einzufügen. Ich würde es feiern, Ladies and Gentlemen, ich bin jetzt raus. Wünsche euch noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Bin auf eure Kommentare gespannt, und vergesst nicht zu abonnieren, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal, ciao.